Fahrt. Gab es in Brasilien einen Fußballer, der für die meisten heute leider in Vergessenheit geraten ist. Er war so kraftvoll und beeindruckend, dass man ihn nur den Imperator nannte und verehrt. Leider sollte ein tragisches Ereignis seine Karriere für immer ruinieren und ihn auf den falschen Weg stellen. Biafara, o alias el futbolista, como era conocido dentro de la organización, habría enviado cerca de 3 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Él era el coordinador. Bivši nogometaš Schalkea i mlade njemačke reprezentacije slovio za velikog talenta. Nogometnu karijeru je gradio u Hamburgu, Greuther Fürthu, Cottbusu i klubovima u Francusku. Willkommen zu unserem neuesten Video. Heute schauen wir uns die dunkle Seite des Fußballs an und werfen einen Blick auf berühmte Fußballer, die kriminell geworden sind. Diese Spieler haben alles aufs Spiel gesetzt. Ihre Karrieren, ihren Ruhm und ihr Vermögen. Und sind auf schockierende Weise vom Weg abgekommen. Bleibt dran! Denn auch ein ehemaliger Bundesligaspieler wird in diesem Video erwähnt. Ihr werdet überrascht sein, wer es ist. Beginnen wir mit einigen internationalen Fällen, die weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Diese Spieler hatten alles: Ruhm, Geld und Fans. Doch sie trafen Entscheidungen, die ihre Karrieren und ihr Leben für immer veränderten. Unser erster Fall führt uns zu einem brasilianischen Superstar, dem ein Schicksalsschlag traf und der anschließend wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurde. Danach reisen wir nach England, wo ein gefeierter kolumbianischer Nationalspieler verurteilt und anschließend an die USA ausgeliefert wurde. Und schließlich werfen wir einen Blick auf einen Bundesligaspieler, dessen Geschichte besonders schockierend ist. Vom Hamburger SV ins Gefängnis. Wer hätte gedacht, dass ein aufstrebendes Fußballtalent auch ein Verbrecher sein könnte? Adriano wurde im Februar 1982 in Rio de Janeiro geboren und war einst ein strahlender Stern am Fußballhimmel. Als kleiner Junge spielte er Fußball in den Straßengassen von Rio de Janeiro und begann seine Karriere, als er von einem Freund seine ersten Fußballschuhe geschenkt bekam. Mit nur 10 Jahren trat er der Jugendmannschaft von Flamengo bei und gab im Jahr 2000 sein Debüt in der ersten Mannschaft. Seine beeindruckenden Leistungen blieben nicht unbemerkt. Und Inter Mailand verpflichtete den bulligen Stürmer. Nach Leihen zum AC Florenz und AC Parma kehrte Adriano nach Mailand zurück und feierte sowohl nationale als auch internationale Erfolge. Doch dann kam der Tiefpunkt. 2006 starb sein Vater und für Adriano brach eine Welt zusammen. Er verfiel in tiefe Depressionen und wandte sich dem Alkohol zu, was dazu führte, dass er seine Stammplätze bei Inter und in der brasilianischen Nationalmannschaft verlor. Ein kurzfristiger Wechsel nach São Paulo brachte keine dauerhafte Besserung. Und nach einem WM-Qualifikationsspiel im April 2009 verschwand Adriano spurlos. Wenige Tage später erklärte er, dass er eine Auszeit vom Fußball nehme, da er den Spaß am Spiel verloren habe. Sein Vertrag mit Inter Mailand wurde im April 2009 aufgelöst. Zurück in Brasilien fand er bei Flamengo zunächst zu seiner alten Spielfreude zurück. Doch auch spätere Versuche, seine Karriere in Europa und den USA wiederzubeleben, scheiterten. Im Jahr 2015 scheiterte ein geplanter Transfer nach Frankreich, woraufhin Adriano in ein Bordell ging und 15.000 Euro für 18 Prostituierte ausgab. Zudem investierte er weitere 10.000 Euro in eine ausschweifende Party. Adriano hatte weiterhin mit privaten Problemen zu kämpfen. Neben Alkohol- und Drogenproblemen wurden ihm Verbindungen zur brasilianischen Mafia nachgesagt. Im November 2014 wurde er wegen Beziehungen zu einem stadtbekannten Drogendealer von der Staatsanwaltschaft Rio de Janeiro wegen Drogenhandels und Beteiligung an Drogengeschäften angeklagt. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde ihm der Pass entzogen. Adriano, einst ein Symbol für Erfolg und Talent, ist heute eine tragische Figur,
die den hohen Preis persönlicher und beruflicher Fehlentscheidungen bezahlt. Unser nächster Fall führt uns zu John Viafara, einem ehemaligen kolumbianischen Nationalspieler, der im US-Bundesstaat Texas zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Viafara war einst ein erfolgreicher Fußballer und spielte in Europa unter anderem für Southampton und Portsmouth in England sowie für Real Sociedad in Spanien. Nach seiner Rückkehr nach Kolumbien im Jahr 2008 beendete er seine aktive Karriere. Doch nach dem Ende seiner Fußballkarriere geriet Viafara auf die schiefe Bahn. Er wurde Mitglied des berüchtigten Drogenkartells Clan del Golfo und war Teil einer Operation, die insgesamt 2,5 Tonnen Kokain im Wert von 25 Millionen Dollar illegal in die USA schmuggelte. Der 42-jährige Kolumbianer wurde wegen seiner Beteiligung am Drogenschmuggel zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Insbesondere wurde ihm nachgewiesen, dass er persönlich 5 Kilogramm Kokain in die USA eingeschleust hatte. Ein Haftbefehl bestand gegen ihn seit 2019. Und im Jahr 2020 wurde er schließlich an die USA ausgeliefert, wo er seither hinter Gittern sitzt. Mustafa Kucukovic begann seine Profikarriere im September 2004 beim Hamburger SV und gab am 11. September 2004 sein Bundesliga-Debüt. Mit nur 17 Jahren, 10 Monaten und 6 Tagen war er damals der jüngste Spieler, der jemals für den Hamburger SV in der Bundesliga gespielt hat. Zwischen 2004 und 2006 spielte er regelmäßig für die Amateure des HSV in der Regionalliga Nord und lief nur gelegentlich für die Profimannschaft des Vereins in der Bundesliga auf. Nach einem vielversprechenden Start konnte er seine Leistungen nicht mehr halten und wechselte häufig die Clubs. Von Fürth über München bis zu Olympiakos Nikosia in Zypern. Zuletzt spielte er 2017 für den Hamburger Verein Ham United FC. Doch abseits des Fußballs geriet Kucukovic auf die schiefe Bahn. Im März 2021 wurde Kucukovic verhaftet und saß zeitweise in Untersuchungshaft. 2022 wurde er wegen Beschaffung und Handel mit mehr als 100 Kilogramm Haschisch und Marihuana verurteilt. 4,5 Jahre Haft erwarten den 35-Jährigen. In einem Teilgeständnis gab der gebürtige Bosnier zu, an der Einfuhr von Marihuana aus den Niederlanden beteiligt gewesen zu sein. Dem Ex-Fußballprofi wurde auch vorgeworfen, mit rund 50 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben, was vor Gericht jedoch nicht bewiesen werden konnte. Ein weiteres trauriges Beispiel eines Talents, das sich in die falsche Richtung entwickelt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like das Video und abonniere unseren Kanal für mehr Inhalte wie diesen. Bis zum nächsten Mal.